Frau Ludwig meint es, glaube ich, wirklich gut. Und ich bin auch ganz zuversichtlich, dass ich mit ihr als Bundesdrogenbeauftragter Sachen gut entwickeln können. Heute gibt es, wie versprochen, eine Roomtour, aber eine etwas andere Roomtour als angekündigt, und zwar eine Roomtour eines Drogenkonsumraums. Ein Drogenkonsumraum ist eine Einrichtung für drogenabhängige Menschen, die dort harte Drogen konsumieren dürfen, ohne Verfolgung fürchten zu müssen, aber auch mit Aufsicht, sodass man eingreifen kann, falls was beim Konsum schief geht. Obwohl solche Einrichtungen viele Menschenleben retten können, weigern sich Städte wie München, diese bei sich einzuführen. Aber wie läuft das überhaupt in so einem Drogenkonsumraum? Ich war in der Birkenstube, einem Drogenkonsumraum in Berlin, und habe mir das angeschaut, um euch hier einen sehr spannenden Einblick in diese Welt zu gewähren. So, hier, der Drogenkonsumraum. Wir haben zwei Drogenkonsumräume. Einmal hier zum Spritzen und zum Naseziehen, nebenan zum Heroin- und Kokainrauchen. Die Leute kommen her, ich sage Hallo. Was machst du? Was brauchst du? Und dann sagen die Leute, ich mache Coca oder ich mache Hero oder ich mache Amphetamin oder Crystal. Und dann kriegen sie von mir hier so ein Näpfchen. Und das breite ich dir hier mal aus, damit du das sehen kannst. Steffi, hier kannst du gleich mal schauen. Ja, eine Spritze. Ja. Ein Pflaster. Ein Pfännchen zum Aufkochen. Ein steriles Wasser. Ein Filter. Ascorbinsäure, ein Alkoholtupfer und ein Trockentupfer. Für was ist der Filter? Der Filter ist, also muss ich mir vorstellen, Heroin ist ein Naturprodukt. Ne? Ja. Das ist ein Gewürz, muss ich mir vorstellen. Ne? Und das wird aber unter illegalen Umständen, und eben jetzt nicht ein schönes, saures Biogewürz, fein säuberlich, sondern das kommt irgendwie über die Grenze geschmuggelt. Da ist auch immer Dreck drin. Diese Verunreinigungen, die filter ich mit diesem Filter aus. Wenn ich das nicht mache, kriegt die Kundschaft, die gespritzt hat, dann oft einen sogenannten Shake. Das, und eine Art Schüttelfrost, der dann irgendwie eine Viertelstunde anhält. Und seit es diese Filter gibt, die eigentlich nur extra für diese Geschichte hergestellt werden, habe ich das nicht mehr miterlebt. Also, zwei Arten von einer Überdosis. Also einmal die Opiat-Überdosis mit der Atemdepression. Ne? Opiat macht körperlich und psychisch abhängig, macht Verstopfung, und wenn du zu viel davon nimmst, dann lehnst dein Atemzentrum und du stirbst, dir nichts passiert. Wenn hier jemand eine Opiat-Überdosis kriegt, dann messen wir die Sauerstoffsättigung, drücken wir erstmal auf den Notfallknopf, damit die Kolleginnen und Kollegen Bescheid wissen. Dann messen wir die Sauerstoffsättigung, die bei einer schweren Opiat-Überdosis ruckzuck runtergeht auf ein gefährliches Maß, wurde dann also schon die Hirnzellen bing, 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 gehen die alle nach und nach kaputt, und das wollen wir nicht. Sauerstoffsättigung messen, die geht scharf runter, dann gibt es Sauerstoff, aber wenn das Atemzentrum nicht richtig funktioniert, wird auch nicht richtig geatmet, und daher kommt dann der Notfallkoffer. Hier in diesem wunderschönen Körperchen haben wir Sachen, die Leben retten. Da haben wir einmal Naloxon, hier ist ein mit einem bestimmten Handelsnamen. Naloxon ist ein Opiat-Antagonist, also ein Gegenmittel gegen Opiate. Hier ist der Rezeptor, der Nervenrezeptor. Hier kommt das Opiatmolekül, dockt an. Und Naloxon sorgt dafür, dass wir 20 Minuten sich das Opiatmolekül vom Rezeptor trennt. In der Zeit wird er schon verstoffwechselt. Und dann habe ich eben, wenn ich das richtig dosiere, mache ich jemanden innerhalb von wenigen Sekunden oder einer halben Minute, jemand, der eben aber noch völlig da lag, bewusstlos, Gesicht wird blau, ich sprühe dem was rein, eine Dosis oder zwei Dosis, und dann einfach in die Nase so. In die Nase wird das gespürt. Was wichtig ist bei dem Naloxon, ist, dass wir auch unsere Kundschaft da drin trainieren, in dem Umgang damit. Dass die also
ein Training über die Wirkweise von Naloxon bekommen und dann kriegen sie am Ende von dem Training ein Naloxon. Genau das wollte ich gerade fragen, ob die, das heißt, die können dann auch, wenn sie in der Freizeit konsumieren, sich sozusagen retten. Ja. Nee, die können sich nichts selber retten. Aber ich meine, wenn sie es mit Freunden machen. Genau, so. Wenn du dir selber zu viel Betten machst, ja, dann bist du schon weg. Dann ist das Ding gelaufen. Also das ist ja schon krass. Also theoretisch könnte man ja wirklich sehr viele Leben retten mit durch Naloxon so. Ist das was theoretisch relativ billig in der Apotheke erhältlich ist? So? Es ist nicht ganz billig. Es ist leider, also hier in der Ampullenform war es relativ billig. Und dann haben sie es eben neu verpackt und das Nasenspray gemacht, das sehr viel schöner in der Anwendung ist natürlich. Aber es ist auch sehr viel teurer geworden. Okay. Obwohl das Zeug was Billiges ist. Also es ist kein teurer Wirkstoff. Aber ist das verschreibungspflichtig? Es ist verschreibungspflichtig. Daher müssen wir, wenn wir das Naloxon-Training machen, eben auch mit der Ärztin, die hier auch in unserer Organisation eingestellt ist, kooperieren, dass die dann Rezepte ausschreiben. Lager. Nadeln, Pumpen, Gummihandschuhe, Gummis, Tupfer, Brechbeutel, was man alles eben so braucht zu dem Betrieb von so einer Einrichtung. Dann haben wir hier eine Küche, da machen wir in guten Zeiten auch ein bisschen Futter für die Kundschaft. Mhm. Hier unser Bürochen zum Dokumentieren sitzen, nach dem Tun. Hier das Büro, wo wir also die Intake-Gespräche führen, weil laut Berliner Rechtsverordnung, wer hier konsumieren will, muss davor mit uns erstmal was ausfüllen. Wir müssen sehr, sehr, sehr genau dokumentieren, wer kommt, was genommen wird, wie genommen wird und so weiter und so fort. Gibt es da irgendwelche Kriterien, wo ihr Leute ablehnen müsst? Oder? Ja. Die Berliner Rechtsverordnung sagt, volljährig müssen sie sein. Es dürfen keine Erst- und Probierkonsumentinnen sein. Ah ja, das wäre krass. Und dann haben wir eine Begrenzung auf Substanzen. Ja. Das ist krass, das ist auch eine Substanzbegrenzung. Hier in, hier in Berlin nur Opiate, Kokain und seine Derivate und Amphetamine konsumiert werden dürfen. Mhm. Wie gesagt, darf man das nicht? Warum Ketamin? Warum Ketamine zum Beispiel nicht? Einfach Willkürlichkeit? Naja. Also die Diskussionen in Drogenfragen sind ja immer einerseits geprägt von Fachlichkeit und andererseits von was anderem geprägt. Ne? Von irgendwelchen Gedanken wie, jetzt machen wir noch irgendwie ein Türchen auf. Ängsten, ich muss dir nicht erzählen, aber einfach Ängsten, die nicht immer so richtig begründet sind. Sondern das sind dann politische Fragestellungen. Ne? Ja. Hat man hier eigentlich so als Mitarbeiter irgendwie Mitspracherecht, kommen Politiker und fragen so, ja, wie wird es den Konsumenten besser gehen, was habt ihr dafür Input? Mitspracherecht hast du natürlich nicht. Also ich sag mal, man wird immer gehört. Ja. Ne? Manchmal muss man es wiederholen, manchmal über Jahrzehnte immer wiederholen. Ja. Und irgendwann passiert dann auch was. Aber man muss also in diesem Feld Arbeit im illegalen Drogenkontext, ne? Da musst du richtig Geduld, richtig lange arbeiten. Ja. Hier in diesem Schrank sind die Utensilien für die Ohrakupunktur drin. Ohrakupunktur, 5 Nadeln hier, 5 Nadeln da. Und das ist eine ganz tolle Methode, nonverbal, unspezifisch und macht die Leute extrem gechillt und hilft also einmal beim Runterdosieren, hilft bei aller Nervositäten, also das richtig schickes Ding. Da sind etliche von meinen Kolleginnen und Kolleginnen drin trainiert. Hier kriegst du, hier am Tresen, kriegst du einmal solche Sachen, also diese ganzen Präventionsmaterialien oder Safe-for-Use-Materialien. Also wir haben hier Sozialarbeit, die kümmert sich um Entgiftung, Substitution, Therapie, aber auch ganz viel und vielleicht auch sogar in erster Linie um, ich nenne es mal Assistenz. Hallo Christian, hier ist ein Schreiben von der Staatsanwaltschaft, vom Vermieter, von wem auch immer. Was soll ich jetzt machen? Also die ganz klassischen Sachen der Armutsbewältigung. Also gibt es hier theoretisch auch Leute, die jetzt so augenscheinlich relativ normal sind, normalen Arbeitsleben haben und dann hier herkommen, um zu spritzen? Oder sind hier schon eher Leute, die jetzt sehr tief im Drogengame drin sind? Oder wie ist das Publikum? Also die müssen schon sehr tief in dem Thema drin sein, um hier zu kommen. Aber
Wir haben hier eine große Bandbreite von Leuten, die eigentlich den ganzen Tag ackern und in Arbeitskleidung herkommen und so weiter, die fleißig sind wie Blöde, die arbeiten mehr als du und ich zusammen, aber eben auch ein gravierendes Problem mit Heroin oder Kokain oder beidem haben. Mhm. Und wir haben Leute, die Flaschen sammeln, die haben alles. Alles, okay. Von unter der Brücke bis zu ein schönes gepflegtes Apartment. Okay, krass. Ich komme ja aus München. Und ich fände es halt gut, wenn man sowas auch in München haben würde, aber da ist ja die Münchner Politik ja streng dagegen. Also kannst du so mal sagen, wie sich sozusagen das Leben der Konsumenten verbessert? Oder was sind so die Hauptvorteile von so einem Ding? Nein, weil das weiß die Politik. Ja. Und das wissen auch die Leute in den Gesundheitsämtern und der Gesundheitsober Fritz von Müllen, die wissen das alles ganz genau. Ja. Das ist jetzt auch keine Entscheidung, die getroffen wird aus Gründen der Gesundheitsfürsorge für die Bevölkerung. Ja. Sondern das sind Entscheidungen, die getroffen werden aus einem moralischen Impetus. Wir wollen das nicht, die Leute sollen damit aufhören, das ist doch viel besser. Ja. Gut. Genau. Und dann kann ich auch sagen, okay, Politiker, ich verstehe, dass du niemanden reingrätschen willst, du willst wiedergewählt werden. Wenn du irgendwas pro Drogen sagst oder was so empfunden wird, dann springen dir ganz viele Leute ab. Ich verstehe es. Und das ist furchtbar traurig. Also jetzt haben wir ja auch eine bayerische Politikerin als Bundesdrogenbeauftragte. Ja. Und Frau Ludwig meint es, glaube ich, wirklich gut. Und ich fände es natürlich. Die hat sich ja, glaube ich, auch Konsumräume angeschaut. Frau Ludwig war hier und es war mir. Achso, das war dieser Frau Ding, Ludwig war hier und es war mir ein Vergnügen, ihr hier die Einrichtung zeigen zu dürfen. Und ich sage jetzt mal, die Länder haben eine große Autonomie in ganz vielen Sachen. Aber ich würde mich freuen, wenn mal gesagt wird, das können wir nicht mehr verantworten, dass hier so viele Leute sterben und Leid ertragen müssen, nur weil sie eben diese Krankheit haben. Ja. Geld, München als reiche Stadt kann sich das leisten, das kostet ja, einen Witz. Fall. Also so eine Einrichtung hier, das ist ein Witz, ja, also, wenn man das mit anderen öffentlichen Ausgaben vergleicht. Sondern es ist eine reine Frage, die aus moralischen Bedenken und nicht aus Fachlichen. Ja, also deren Argument ist ja immer sowas wie, ah ja, wenn da jetzt Kinder in der Nähe sind von dem... Ja, dann denken die, oh toll, da darf man legal Heroin spritzen. Ja. Aber was sind das für eine Botschaft an die Kinder? Jetzt zeige ich dir den Raum, wo geraucht wird. Ah. In diesem Raum kann man Heroin und Kokain rauchen. Jetzt ist hier in diesem Raum sind ja zwei Plätze. Das ist natürlich alles richtig dünn. Hier waren also bis Mitte März 7 Raucherplätze. Aber ich muss eben wegen den Abstandsregelungen, kann ich hier nur zwei Leute rein. Ja, mich würde auch was interessieren zu dem Besuch von Daniela Ludwig. Also sie hat sich das Ganze angeschaut und ich habe es auch gesehen jetzt auf Instagram Post und hat das Ganze für gut befunden. Und denkst du, die wird jetzt sagen, ah ja, okay, vielleicht werde ich mich jetzt dafür einsetzen, dass es da jetzt mehr solche Einrichtungen gibt? Oder wie ist dein Eindruck? Ich kann jetzt natürlich nicht in ihre Seele schauen, aber ich glaube, dass Frau Ludwig sowas gut und richtig findet. Aber auf der anderen Seite findet sie es auch gut und richtig, regionalen Politikern nicht reinzukrätschen. Ja. Ne? Und sie will sicher auch mal wieder später in Bayern Politik machen. Ja. Dann wäre das natürlich klug, wenn sie sich dann mit jemandem verscherzt hat. Ja. Aber ich glaube schon, dass sie so ein Konzept richtig findet, weil sie kam hier rüber wie eigentlich jemand, der klar und ehrlich ist. Und das Herz sozusagen am richtigen Fleck hat eigentlich so. Ja. Also das war auf jeden Fall jemand, wo ich einen Eindruck hatte, da hat man einen Rapport, die ist wirklich, wirklich interessiert an dem Thema. Aha. Und ich bin auch ganz zuversichtlich, dass ich mit ihr als Bundesdrogenbeauftragter Sachen gut entwickeln können. Genau, gibt es Personen, die dir ans Herz gewachsen sind da hier? Naja, das ist, weißt du, immer wenn du mit Menschen arbeitest, ne? Ja. Ich sag einmal prinzipiell ja. Alle. Ja. Alle ohne Ausnahme. Mhm. Mit manchen kann ich besser kommunizieren als mit anderen, weil die mir irgendwie ähnlicher sind und so weiter. Mhm. Und dann musst du als Sozialarbeiter auch so ein bisschen zustehen. Ja, ich mag den
mehr als den anderen, aber du bist ja, also ich bin hier unter Gerechtigkeitsfanatiker. Ja, ne? Ja, genau. Daher muss ich jeden irgendwie same, same behandeln und zu jedem same, same liebfreundlich und eindeutig sein. Wie viele, schätzt du, kommen von ihrer Sucht runter, die wo jetzt hier die Kundschaft sind? Auch das ist eine Frage, die ist nicht beantwortbar. Leute, die irgendwann da ausgestiegen sind, aussteigen konnten, die lassen sich hier nicht mehr blicken. Den Teufel werden die tun. Es gibt Studien zur Wirksamkeit von Maßnahmen, also von stationären Drogentherapien zum Beispiel. Und da ist so die letzte Zahl, die ich in einer Fachpublikation las, dass es eben ungefähr bei 10% der Menschen, die von illegalen Drogen abhängig sind und die eine stationäre Therapie machen, dass bei 10% das Ganze über einen längeren Zeitraum, der da auch in dieser Studie nicht genau definiert wurde, Erfolg hatte. Ja. Du hast ja vorher schon gesagt, dass es hier keine Todesfälle gab, aber das impliziert ja, dass es irgendwie in anderen, hier Berlin, Todesfälle gab, in anderen Konsumräumen, oder? Es gab, soweit ich weiß, in den letzten Jahrzehnten 2 Todesfälle in der Nähe von Konsumgelegenheiten. In der Nähe, okay, das ist wahrscheinlich dann nicht mal direkt drin gewesen. Ja, oder ja, wie? Ja, ja. Aber dazu muss man ja sagen, also wie gesagt, hier, seit ich hier arbeite, gab es ungefähr 250.000 Konsumvorgänge. Ja. Ne? Von harten, super gefährlichen Drogen, ein bisschen zu viel davon und Atemsinn und all sowas. Und da muss ich sagen, das ist eine ganz gute Quote. Ja, auf jeden Fall. Aber mit dem Naloxon ist es eigentlich so immer sozusagen ein Safe Call, dass man die da, die kann man ja dann eigentlich immer retten. Also es ist ja nicht so, dass sie... Naja, also ich habe auch schon mit einer Kollegin eine Viertelstunde gepumpt, und gemacht. Also ganz so einfach ist es nicht immer, sondern du musst teilweise auch reanimieren und teilweise auch ziemlich lange reanimieren. Ah, okay. Und dann freust du dich wirklich dolle, wenn die Feuerwehr dann reinkommt. Und der das abnimmt. Also das sind dann auch Sachen, die fragt man ja immer so bei Sozialarbeiterinnen, die irgendwie so ein bisschen krasser sind, sagen, und nimmst du davon irgendwie was mit nach Hause? So war es schon. Ja, Da laborierst du dann irgendwie ein paar Tage dran und das ist dann auch so eine Mische aus, oh wie toll, dass wir das gebacken gekriegt haben. Ne? Dann liegst du danach mit der drückst dann die Kollegin und das ist toll. Also das ist ja schon krass, die Vorstellung, dass du wirklich sehr viele Menschenleben gerettet hast. Also wahrscheinlich das würde ich natürlich nie sagen, sondern dass die Institution macht das und wir als Team, wo wir halt dolle darauf achten, dass wir alle gut trainiert sind. Aber das geht gar nicht mal immer nur um Leben retten, weißt du? Irgendjemand sagt, schreib mir mal einen Brief an die und die Sache, Staatsanwaltschaft, bla bla bla, und du machst das in ein paar Minuten und dann kommt irgendwann jemand wieder und sagst, oh, vielen Dank. Ja, für was denn? Na, da hast du mir doch was geschrieben. Ich habe schon langsam wieder vergessen, aber schön, dass du was gemacht hast. Ja, okay, also die Kundschaft sozusagen schätzt das schon scheinbar wirklich sehr. Die Kundschaft schätzt das auf jeden Fall. Die wertschätzen diese Einrichtung und den Service, den wir ihnen bieten. Ja. Also gibt's da irgendwelche so Anekdoten, die dir einfallen, ohne irgendwelche krassen Stories? Ja, sicher. Ja, sicher. Leute, die Spritze nicht mehr loslassen können. Ja, die sich so verkrampfen. Und das ist nicht schön. Ja. Wenn jemand dann aufsteht und so die Spritze in der Hand hat und die ganze Zeit die Steckdose fixiert, ganz beliebte Sache bei Kokainüberdosis, die Steckdose genau fixieren, da ist doch irgendwas. Hier sind ja bestimmt, weil es sind ja viele Drogenkonsumenten, also wirklich ein paar so sehr verrückte Leute. Es gibt gar nicht mal so wenig Leute, die haben schwere psychische Krankheiten zusätzlich zu ihrem Hardcore-Drogenkonsum. Ja. Ja, auch so, dass es gefährlich werden könnte für andere Mitpatienten? Nicht viel mehr als auf der Straße, aber für Agro-Leute, die hier gerne ihre Aggressivität lüften wollen, ist hier kein Platz. Ja. Also wer hier es nicht hinkriegt, sich respektvoll zu verhalten gegenüber allen anderen, der fliegt raus. Okay. Wie ist so das Verhältnis zwischen Männern und Frauen? 10% Frauen. Letzten Monat sogar noch weniger. Chef, fällt dir jetzt gerade spontan eine Frage an, die du noch wissen wolltest, wo
Mir würde nur noch einfallen, was die Nachbarn hier eigentlich dazu gesagt haben, als dieser Raum aufgemacht hat. Okay, bevor dieser Raum aufgemacht hat, ganz schlimm, da habe ich hier noch nicht gearbeitet, muss ich dazu sagen, das habe ich also nicht so richtig mitgekriegt, aber ganz schlimm, wir stecken euch die Bude an. Dann machte diese Einrichtung auf, 2004, soweit ich weiß, und auf einmal war es Stille. Ne? Weil hier ging das Ganze sehr unauffällig vonstatten. Weil der damalige Leiter und jetzt auch ich, wir achten darauf, dass hier draußen okay ist. Ne? Das muss jetzt nicht so dolle sichtbar sein. 2018 wurde es dann ein bisschen anders. Da hatten wir einen enormen Zustrom von Klientinnen und Klienten. Der Laden war rappelvoll. Wir hatten ganz, ganz, ganz viele Konsumvorgänge, haben echt am Limit gearbeitet. Und da kam es zu Wartezeiten im Raucherraum und auch im Spritzraum. Und dann sind Leute eben in die Büsche gegangen und in die Hauseingänge. Und da hatten wir dann echt Thema. Ne? Da mussten wir Spritzen wegräumen, intensiv auch die Besucher der Einrichtung klar sprechen unter dem Motto, hier ist eine Box, da kommt die gebrauchte Spritze rein und nicht da ins Gebüsch. Also muss man gut Arbeit auch machen. Und vor allem, wenn die Anwohnerschaft Ängste, Sorgen, Beschwerden hat, dann musste ganz schnell, ganz flink reagieren. Und wir haben Anwohnerversammlungen gemacht mit der bezirklichen Drogenbeauftragten und den verschiedenen Stakeholders. Also da musst du dich sehr um deinen Sozialraum auch kümmern. Wenn deine Kundschaft, deine Besucherinnen und Besucher diese Einrichtung wertschätzen, dann wissen die auch, ich muss mich hier im Umfeld irgendwie so verhalten, dass das nicht auf die Einrichtung zurückfällt und die dann in Ärger kriegen. Daher ist also das Beste, was du dazu machen kannst, dass die Einrichtung im Kiez gut läuft, hier gut zu der Kundschaft sein, hier einen guten Service für die bieten, dass wir das wertschätzen, dass es ihnen ganz schlimm wäre, wenn das wegbrechen würde. Ja, also aber alles in allem quasi, wenn man die richtigen Maßnahmen ergreift, ist auf jeden Fall die Sorge nicht besonders berechtigt, dass jetzt, falls jetzt man wo wohnt, wo jetzt ein neuer Konsumraum aufmacht, dass man dann irgendwie so, oh mein Gott, dann kann ich mich ja, dann ist es ja... Es muss gut gemacht sein. Ja. Also es muss gut, verantwortungsvoll und nicht blauäugig gemacht sein. Wo die Einrichtung ist, wie lange die offen hat, welche Impulse und Appelle ich an meine Besucherinnen und Besucher gebe. Kompetentes Personal. Also das musste schon im Griff haben, ja. Und zwar Tag für Tag. Ja. Gibt es irgendwas, was du sagen willst zu irgendwie eine Message oder irgendwie ein guter Rat für Leute, die... Guter Rat. Ja. Also Erfahrung hast. Zwei Sachen kommt man im Leben weiter, Weisheit und Mitgefühl. Weisheit heißt Kenntnis haben über die Dinge und entsprechend handeln. Mitgefühl heißt den anderen sehen in seinen Einschränkungen und Möglichkeiten und ihn da fördern. Weisheit heißt für deine Zuschauer, Simon, ich muss nicht alles anfassen und probieren, was da so in der Welt ist. Ja. Echt nicht. Und Mitgefühl bedeutet für die Politikerinnen und Politiker, die Entscheidungsträger, die Geldgeber, guckt meine Kundschaft an, habt Mitgefühl mit denen, die sind vielleicht gar nicht so schlimm, wie ihr denkt. Und versucht kluge Maßnahmen zu entwickeln und zu finanzieren, die letztendlich das Gemeinwesen entlasten und dadurch dann auch gut für alle sind. Boah, das war ein sehr schönes Schlusswort.